Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Wir sind hier immer noch in der Cosmo Canyon Region. So, und ja, wir sind hier immer noch dabei, alles mögliche einzusammeln. Wir sind auf einem guten Weg, hier alles zu holen, ne? Ich wollte hier lang gehen, weil das sah nämlich so aus, als könnte man hier irgendwie so lang gehen, ne? Ich habe, glaube ich, gerade da so einen Eingang gesehen. Weil ich möchte meinen Weg mal hier hin machen. Ja, guck mal, was da ist. Ich glaube, ich muss dann irgendwo hier lang. Oder auch nicht. Nein. Ich hätte gedacht, ich habe hier schon den Weg gefunden. Und bin extra hier hingekommen. Ich habe eine Party begonnen. Hier hoch geht das, ne? Da könnte vielleicht sein. Ja, das war so eine Treppe auf der Karte. Ne? Wird da bestimmt dahin, oder? Ach komm. Müssen wir sagen, dass ich das nicht erreichen kann. Oh Mann. Da muss ich erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Boah. Na gut, mein nächster Plan wäre dann, wo ist das hier? Das war irgendwie da unten, ne? Und mein nächster Plan wäre dann gewesen. Gehen wir mal hier hin, ne? Wie komme ich da hin? Nächste Frage. Ist ein bisschen so blöd, wenn man hier so eine Overworld-Sicht hat, ne? Da verschmilzt das alles so miteinander, ne? Und da hast du keine Ahnung, wie du da reinkommst. So, was? Bist du ein Monster? Hallo? Hast schon mal gegen dich gekämpft, ne? Hallo? Hab ich noch nie gesehen, glaube ich, das Ding. Kann ich schaffen. Ja, wirksam Wind. Dann übernimm. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Ist nicht der Angriff Wind? Na? Halt nicht. Ich meine, du hast Wind, ne? Aber was wir auch Wind hat, ja. Boah, ich MP verbrauche, ne? Muss ich mich ja wieder hier. Der hat gar keinen Buch leistet, sehe ich gerade. Alter, was ist das hier? Ist das irgendein spezieller Gegner oder was? Was ist das hier? Der ist da schockert für mich. Komm her. Der Feind ist geschwächt. So. Okay, ich möchte keine MP verbrauchen, einfach nur, weil dann müsste ich wieder zum Cosmo Canyon zurückgehen und da wieder die Raststätte suchen. Das voll schwierig ist. Nee, da spare ich lieber was. Dann ist noch einer, aber das ist der Boss, ne? Ich sehe irgendwie so ein Kampf ist hier in der Nähe, ne? Du bist ein anderer, oder? Nee, du bist der Kampf, ne? Ja. Ich empfange Signale eines außergewöhnlichen Organismus. So, ich meine, gegen die haben wir gerade gekämpft, also. Rufe Datenverzeichnis auf. Genau genommen ist er. Genug Daten. Ich kein Lebewesen. Er ist eine willenlose Todesfigur, die durch den Lebensraum bewegt. Es wird angenommen, dass die Golems vor langer Zeit vom alten Volk erschaffen wurden. Auf welchen Gründen man sie ausgerechnet nicht zu überstürzen. Oh, kann bis heute aber niemand gehorsam. Wir machen schon alle Gegner hier kaputt. So, wird er auch geschwächt jetzt? Nee. Der muss wahrscheinlich erstmal jemanden wieder packen, ne? Ja, den krieg ich gar nicht geschockt, wenn er so weitergeht. Nicht übertreiben. Jetzt zeig ich euch, was ich hab. Lass mich mal. Kannst du mich mal greifen? Schwach. Ich glaube, ich muss dann irgendwie Wind einsetzen. Ich sollte vielleicht mal analysieren, ne? Ganz vergessen.
Ja, der kann ja sein, wenn der Angriff oder Schaden erleidet, verschwindet seine Energie. Sie ist sie vollkommen aufgebraucht, wieder schockanfähig. Ja, hat er nicht getroffen. Kannst du mal jemanden greifen? Ich weiß nicht, wie ich den schocken soll. Na, vor in den Hintern gestoßen. Da kommt doch bringt auch nichts. Sehr gut. Oh Gott. Da reicht aber nicht. Doch reicht. Haha. Und jedes Mal, wenn ich die Gegner schocke, macht sie das. Na 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 na. Boom. Okay. Alles gezeichnet. Ja, mein Fokus war mehr nur auf den Gegner zu schocken, anstatt den Gegner zu besiegen. Weil das ist sowieso ein Problem, ne? Ey, yo. Auf dich ist eben Verlass, Cloud. Die gesammelten Daten der besiegten Kreaturen können wir im Kampfsimulator verwenden, um... Ich habe eine Kampfsimulation daraus erstellt. Es ist zwar richtig, dass du dabei geholfen hast, Mai. Erstellt wurde sie allerdings von mir. Steht jedenfalls nun zur Verfügung. Mein Gott. Was ist mit dem beiden los? Was ist das da oben? Das ist der Turm, ne? So, grausige Schlünde. Ja gut, wenn ich das beim ersten Mal mal schaffe, muss ich den Kampf nicht nochmal machen. So, da sehe ich doch schon, da muss man irgendwie hoch. So. Ich dachte, wäre vielleicht irgendwo. Ich hab's gewusst. Okay. Oh Gott, nicht darunter fallen. Ist glaube ich nicht möglich, aber trotzdem muss er nicht sein. Kamenit. So, warum soll ich darüber gehen? Kann ich mich auch interpretieren, gut, ne? So, jetzt muss ich irgendwie da oben hinkommen. Wie komme ich da oben hin? Er sagt mir, jetzt irgendwo eine Treppe. Gott sei Dank. Eigentlich nur ein Witz, aber hier ist tatsächlich die Treppe. So. Spring bitte. Wow. Nichts am Himmel zu sehen. Was? Ah, warte. Was? Schon wieder du? Was macht denn der Skorpion ja ganz oben? Das scheint mir irgendwie nicht so Sinn zu machen. Sind wir die Gegner hier kaputt mal? Ich dachte, da steht Pumpkin. Da. Einer von euch schmeißt dich herunter. Aber schwören kann, was ich gerade nicht übertreiben. Wer soll denn hier beschwören? Sie hat Phoenix, ne? Was ist ein Red? Was ist ein Red nochmal ausgesetzt? Schon müssen wir Audings gerufen, ne? Also Cloud. Kujata. Mach mal Kujata. Mein Gott. Beschwören bitte. Okay. Komm. Komm her, du stolzes Stut. So. Und kann er nur die gerufen haben. Ja, der hat gerade, der wird eingesetzt, deswegen. Hat gar keinen Platz für all die Viecher auf dem Ding hier. Okay. Nee, warte mal. Jetzt oder nie. Aber. So, machen wir mal, gegen was bist du in Anfang? Keine Ahnung.
Ah, danke. So, Synchrofähigkeit. Ungefähr aufstand. Zack, zack. Dann direkt einmal Eis darauf, keine Ahnung. Oh mein Gott. War voll fertig. Geh mal zurück. Kommt schon, Kujata, mach du den. Schade, ich die Fähigkeit nicht irgendwie vorziehen kann. Ich greife doch gar nicht an. Aber der geht vorher kaputt. Na los, Kujata. Ach komm. Ich wollte mit Kujata finishen. Oh. So, warte mal. Wo bin ich hier? Hier bin ich, ne? Gut. Also, Kamera hervorholen. So, was? Okay. Okay. Konnte man das vorher auch machen? Habe ich schon wieder was vermasselt in ihrer Quest? So. Krieg ich die 100%? Nee, nee. Hm. Na gut, dann. Ja, mal so. Perfekt getroffen, Cloud. Jop. Das wäre im Kasten. Aber wenn man das auf 100% machen muss, ne, dann drehe ich durch. Eine Stelle bleibt noch. Gehen wir. Das ist auch unmöglich. So. So, habe ich das hier? Ja, ich wollte schon sagen, wenn man an die Rampen dran geht, dann schaltet man die frei. Sehr cool. Was ist da hinten? Das sieht auch noch sehr unerkundet aus. Woher wusstest du, was ich brauche? Ja, mal dahin. Naja, sieht so verdächtig aus da hinten. Ich weiß nur, wisst ihr, wo genau das ist, ne? Ja, perfekt. Wow. Okay, mir gefällt nicht, wie die Kamera. Warum tut sich die Bewegungssensoren immer wieder anstellen? Ich will jetzt mal abstellen. Ja, tut sich immer wieder einstellen. Da, da, lang. Oh Gott. Ich wollte schon sagen. Ich drücke die ganze Zeit nach oben, ne? Boah. So, das ist ja Truhe. Sturzflug. Okay. Das ist, irgendwas ist hier auf am Ende. So. Also. So. Vorsicht, Leute. Ich drehe gerade wieder durch. Ich habe wieder meine Momente. Oh, perfekt. Gigatrank. Ich glaube, da sind die Gegner, die ich erledigen muss. Ne? Komm ich da hoch? Komm ich jetzt da hoch? Aber sag mir nicht, ich hätte da drauf landen müssen oder so. Ich da hoch. Ich hätte da so von drauf landen müssen, ne? Oh, das ist aber dämlich dann. Ja, voll schwierig. So, und jetzt hier rüber. Nein. Ich
spring darüber. War der richtige Weg, glaube ich. Warte mal, da ist was. Oh, ich sehe gerade. Da ist so was zum Klettern. Mein Gott. Ich habe einen blauen Pfeil gesehen da oben. Ja, da kann man runterspringen. Ne? Sehr cool. Was? Was von da war doch näher gewesen. Wollte schon sagen. Stachelreif. Das ist, glaube ich, neu. Ja. Der gibt viel Magieverteidigung. Wer ist hier so auf Magieverteidigung? Eris steht doch auf so was, ne? Was habe ich hier gerade ausgerüstet? Red, da ist man in der Unterwelt. Vielleicht soll ich halt lieber jemanden geben, der voll wenig Dings hat, ne? Na komm. Und dann kriegst du. Ich weiß bis heute noch nicht, ob die Materia Erfahrungspunkte sammeln, wenn sie auch außerhalb der Kämpfe sind oder nicht. Aber ich mache sie mal. Wie viel Gestärkte? Wie viel ich habe? Ich benutze noch nicht mal. Dann gehen wir mal dazu. Elementaraffinität. Elementär halbiert Schaden. Ja, nehmen wir das. Nehme ich an. Keine Ahnung. So. Okay, okay. Ich glaube, das sind die Monster, gegen die ich bekämpfen muss. Ne, da unten. Oh, da ist der Schatz. Die Sternarche. Wenn ich wieder. So wie gesagt, ich die Stern spiele, ne? So. Wie kommt jemand hier runter? Ein Mann muss einen Weg nach unten finden. Kann sein, Mann nicht sagen, wann er zuschlagen soll. Ein Mann macht einen Namen. Okay. So, sind das zweiten. Setze ein Limit ein. Oh Gott. Seltene Pankuin-Spezies. Ob ich das hinkrieg? Rufe Datenverzeichnis auf. Die seltene Pankuin-Spezies besitzt wunderschöne goldene Federn. Durch rücksichtslose Jagd und den Schwarzhandel ist ihre Population jedoch stark zurückgegangen. Aus diesem Grund wird extrem aggressiv, wenn sie wieder seine Herren angegriffen. In dem Fall ist mit überaus heftiger Gegenwehr zu rechnen. Ich zähle auf dich. Ich bin Nummer sicher. Oder eine Idee. Weiß nicht, ob die funktioniert. Ja, die B-Leiste, nee, brauche ich ja nicht. Aber ich dachte, da tut die Limit-Leiste die ganze Zeit. Oha. Ja, ob ich das schaffe. Da, aber warte mal. Wenn ich alle schocke. Wenn ich alle schocke, müsste das eigentlich klappen, ne? Aber er bekommt ja irgendwie, wenn er. Er bekommt ja irgendwie ein Limit, wenn er Gegner schockt, ne? Da. War doch nicht so schwierig wie gedacht. Warte mal, ey. Aua, aua! Aua, aua! Aua, aua! Dann über. Los geht's! Der dreht sich immer noch! Hallo? Kannst du mich mal aufhören zu drehen? Hat sich gar nicht aufgehört zu drehen. Oh mein Gott.
So, langsam nähern wir uns hier den Dingens hier, den der Gruppenlevel, ja. Warte mal. Ich habe gerade gesehen. Ich war doch gerade ein Fragezeichen irgendwo. Irgendwo war ja gerade eins. Ja, ne? So. Nö, doch. Hallo? Stehe ich genau darüber? Ich glaube, ich stand genau darüber. Ne. Da weiß ich auch nicht. So. Aus dem Weg. So, Kosmotid. So, was ist das hier? Was hat er für ein Zeichen auf der Karte? Hub der Choco, okay. Muss schon sagen. So. Wo ist die Quest? Hier. Da wollte ich ja eigentlich hin, ne? Aber. Boah, wie komme ich denn da hin? Hier irgendwo? Da ist auch am Boden irgendwo, ne? Ich glaube, ich muss da irgendwie nach oben. Frage ist, wie komme ich jetzt da hin, ne? Aha. Ich glaube, jetzt nicht richtig. Wo ist das hier? Ist das irgendwo oben? Ich weiß ja, ich sehe ja mal alles von oben. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwo oben oder unten ist. Ich habe ja keinen Plan. Meine Vermutung wäre jetzt einfach, dass ich. Vielleicht muss ich da lang. Ich glaube, hier ist richtig. Ja, das sieht gut aus. Ne, ich wollte sagen, vielleicht müsste ich wohl irgendwie von oben leiden. Aber ne. Anscheinend nicht. So, irgendwie geht es ja aber nicht weiter. Nein. Boah. Naja, nee, hier war der Dings hier, der Skorpion, ne? Der erste Skorpion war hier, glaube ich. Boah. Komm ich denn jetzt da oben hin? Meine Vermutung wäre dann per Luft, ne? Da könnte ich ja eigentlich noch mal hier oben hingehen, ne? Weil ist, glaube ich, der höchste Punkt. Nein, ich war da von Chocobo. Ne? Weil das wäre irgendwie so meine einzige Lösung jetzt hier. Ich muss da lang. Nein. Puh. So. Da vor mir ist auch noch irgendwie Zeugs. Wie sind da oben muss irgendwie hin, ne? War ich da nicht schon? War ich da an diesen riesigen Turm da hinten? War ich da schon mal? Das ist irgendwas blaues am Blinken da ganz in der Ferne. Aber das ist doch hier, ne? Das ist nämlich so ein Ventilator da in der Nähe, ja. Da kann ich von da aus hingehen. Ich habe das gar nicht aktiviert. Nein. Okay, gucken wir mal, ob ich das da erreiche. Ich sollte vielleicht alle diese Parkour-Dinger mal aktivieren, ne? Damit ich da irgendwie hinkomme. Oh, ich hab losgelassen. Warte. Das. So. Oh, no. Okay, ich hab den aber aktiviert, gut. Gott, habe ich da wesentlich aktiviert. So.
Jetzt muss ich versuchen, irgendwie darüber zu kommen. Das ist ja kein Problem, ne? Ich guck mal, was da ist. Ne? Und dieser Turm sieht so verdächtig aus, aber da war ich doch schon, ne? Jetzt zählt sicher, das ist doch da. Also ich weiß nicht, ob ich beim Turm da war. Der sieht so neu aus. Na, guck mal hier. War ich ja schon mal? Ruinenaufzug. Wo kommt man hier hin? Na, da oben, okay. Ich dachte, da kommt man nach unten, weil ja hier ist so eine Treppe, deswegen. Ich komme so rückblenden dann hier dem ersten Teil. Wo man die Treppen da hochsteigen musste. Naja, sieht gut aus hier. Und geht noch in den Shinra-Gebäude, wo wir die Treppe hier hochsteigen müssen. Ich glaube, diese Echse sieht so neu aus. Ne. Weg damit. So, wow, das sind Wüstensagins. Hier haben wir schon. Okay. So, was bist du? Du hast doch bestimmt mal mit der Protosubstanz zu tun, ne? Okay. Das sieht voll verdächtig aus. Ah. Oh, warte, lassen. Das ist so ein Parcours-Dingen. Parcours. Einmal bitte aktivieren, damit ich einen Schnellreisepunkt habe. Na, so läuft das ja, ne? Ja. Da kommt der sofort angerannt. So. So, wieder Sterne. Okay. Nicht, was ich gedacht habe. Also, nein, was? Das Spiel gibt mir auch irgendwie keine Warnung, ne? Sobald ich einfach den an dem vorbeilaufe, steige ich direkt auf ihn. Ich kann nicht mal irgendwie so sagen, ja, ich möchte reiten. Nein, ich möchte nicht rein. Es passiert einfach von alleine. So nervtötend. Wo ist denn das Ding? Kann doch nur hier sein. Ja. Moins. Haha, schon wieder Wege der Sterne. Was ist denn der ist mit Sternen? So, aber irgendwie kann man nichts, kann man jetzt nicht dahin. Ich hätte gedacht, wir kommen jetzt irgendwie dahin. Aber nee. Mist. Könnte ja auch irgendwie unterirdisch sein, ne? Na gut, gucken wir mal. Ich gehe weiter in die Richtung und der könnte mich nicht aufhalten. Vielleicht weiter da. Vielleicht da. Guck mal, da geht ein Weg nach oben. Vielleicht da. Ne? Mein Gott, meine Rollenspielerfahrung zahlt sich echt aus. Ich gucke mir einfach Orte an. Denke mir so, ja, da könnte was Verdächtiges sein. So. Obwohl, ich glaube, das ist ja nicht, oder? So, ey. Warte mal. Bin ich einfach nicht hochgegangen letztens? Oh Mann. Oder war ja nichts? Ne, hier war nichts, ne? Ich bin auch hier, bin ich ja wohl. Ich bin doch letztens hier hingegangen, oder? Hier war, glaube ich, nichts, ne? Ich bin schon wieder an dem Ort, wo ich den Skorpion bekämpft habe. War. Eine Möglichkeit wäre natürlich auch jetzt hier von hier aus dahin, ne? Aber da müsste ich ja riskieren, irgendwie ja die Story aus Versehen fortzuführen.
Das möchte ich nicht. Was genau muss ich machen? Muss ich ihn anrufen? Muss ich ihn kehrt zur Landebahn zurück, um nicht von Sid nach Nebel einbringen zu lassen? Kann ich da rumlaufen, ohne dass mir jemand direkt hier mich anspringt oder so? Ich will auch mal irgendwann jetzt zu Dings zurückkehren, jetzt zu diesem einen Gebiet, weil da so ein Kartenspieler jetzt freigeschaltet wurde. So, ich könnte schwören, da konnte man vorher noch nicht hin. Doch, konnte man. So, wie komme ich jetzt da hin? Soll ich von hier aus irgendwo? Ich weiß es doch nicht. So, okay, ich glaube, ich muss mit diesem Ding da interagieren. Warte mal, da sieht gut aus. Na, guck mal, da kannst du hoch. Wenn ich hier hoch könnte. Kann ich hier hoch? Ich kann hier hoch. Ich kann hier hoch. Guck mal. War die ganze Zeit hier, alles klar. Und da ist schon der nächste Skorpion. Aus dem Weg. Zu nachlässig. Mein Gott. Ich habe das Gefühl, du willst es einfach nicht begreifen, alter Mann. Nein. Ich weiß nicht, wie man diese Angriffe abbrechen kann. Das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. So, selbst doch schon. Hab ich das gelernt? Mein Gott, die Geräusche. Wie hast du mich mit schon getroffen? Da was war anfällig gegen Dings, ne? Ne? Ich habe gerade verstanden, bereit für eine kleine Sterberei. Ja, aber Plasma-Entladung ist so eine gute Fähigkeit, ne? Einfach hin und wieder ein paar Elektroangriffe. Nein, geh weg, Freier. Nicht übertreiben. Losgehen. Ja, mit Ares hier ein paar Limit-Angriffe einsetzen, Dings-Angriffe. Was? Ja, wollte ich. So, Blütensturm. Great Ether. Was soll dieses schöne Cloud? Cloud? Also familienfreundlicher Channel hier. Ja, sag ich heilig. Jawohl. Dann direkt, na gut. Erstmal so, und dann so, okay, hey. Dann stimmt doch was nicht. Zieh dich zurück. Keine Chance. Ich soll mal irgendwie mal andere angefangen. Ich habe so gefühlt, dass immer die gleichen Angriffe. Ich habe schon lange seine Angriffe nicht mehr geändert. Wie zum Beispiel Störung. Alla. Okay, warum ist der jetzt auch immer so schwieriger? Ja, dann war immer voll schwer, voll einfach. Übernimm du.
kann mal jemand hier ungezähmt aufstand ins Gesicht. Irgendwie so Combo angehabt, das ist irgendwie, er wurde auch irgendwie voll gemainstreamt, habe ich so Gefühl, ne? In so Rollenspielen, japanischen Rollenspielen. Irgendwie hat jedes Spiel irgendwie so Combo angeführt, ja. Tales of Serie hat halt irgendwie mit Tales of Exilia eingeführt. Die Final Fantasy Serie macht er jetzt auch voll oft. Also für jedes Spiel hat jetzt irgendwie so, weil so Combo Angriff oder irgendwie so hat mit so, so hab ich okay. Du hast mich doch heimlich fotografiert, was? Na klar. Was denkst du? Machen wir doch lieber ein gemeinsames Foto. No. Oh. Oh, gut getroffen. Selfie von Cloud und Iris. Iris. Ja? Oh. Nichts. Lass uns das Foto machen und dann schnell zurück. Ja, hast recht. Okay. Ja, dann haben wir einfach nur so beobachtet, so, oh, die beiden haben ein Selfie gemacht. Da muss ich wieder heimlich von Harrison ein Foto machen. So, warte, jetzt sind wir hier. Sieht schon perfekt aus. Wir haben auch direkt, die Sterne fotografieren, wenn einfach nur daneben. Ne? Runter. Oh. Ja. Oh, das Thema im Hintergrund. Dun, 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 dun. Nur sehr melancholischer. Das ist noch nicht mal annähernd der richtige Winkel. Warum sagt mir das Spiel, das ist 60%? Aber vielleicht soll ich mich irgendwie so an meine Leute hier so orientieren, ne? So, dieses Mädchen mag ich irgendwie nicht. Das ist irgendwie so. Oder nicht? Ich wünschte, ich könnte mich bewegen währenddessen. Nein. Ja, was? Gott. 1000% meiner Konzentration wird hier verlangt. Er ist noch nicht mal annähernd so wieder. Er ist noch nicht mal annähernd so ähnlich. Genau wie auf den alten Bildern. Zeigen wir Cäsar die Fotos. War kaum im Blickwinkel, ja. Chocobo, ich habe gar nicht aufgepasst, wie der letzte ist. Der erste ist Barmut. Ne? So. Gut, haben wir das. Dann kann man wenigstens eine Quest erledigen. Hier ist auch noch was. Das ist mir letztens irgendwie aufs Gehen aufgefallen. Hier, so, hier ist das Gebiet noch vollkommen unerkundet. Da gehen wir als nächstes hin. So, oh Gott, jetzt muss ich mich hier schon wieder im Cosmo Canyon orientieren. Das ist, ich habe keine Ahnung, wie sehr ich Probleme habe, mich im Cosmo Canyon zu orientieren. Ja. Marktplatz. Ich will mich zum Beispiel noch mal heilen, ne? Ich finde das hier schon wieder nicht. So, warte mal, die waren doch im in diesen Dings hier, in diesen einen Ort. Da waren die. Ne? Da ist nur einfach zu finden. Das ist der einzige einfache Ort hier zu finden. Aber wenn irgendwie versuchen wir es hier zu finden, wo die hier,
wo ihr das Rasthaus ist und so, ne, dann ist vorbei. Okay. Der Sternenschauer ist tatsächlich erschienen. Ja, Chocobo, Mogi und Bahamut. Diese Bilder stehen den alten Beobachtungen. Warum nicht Kaktor? Hättest du drei Final Fantasy Maskottchen. Ich nehme an, Bahamut ist auch ein Maskottchen, aber Bahamut ist mehr so ein Gegner, ne? Tarotkarten. Es ist Magician Zoretto. Dass unser Planet immer noch so stark wie schön ist. Welch Unheil auch immer über uns hereinbrechen mag, wir haben keinen Grund, uns zu fürchten. Seht doch, naja. Seit unserer letzten Beobachtung haben die Sternenschauer an Umfang zugenommen. Dies ist zweifellos ein Beweis dafür, dass unser Planet an Stärke gewonnen hat. Ja, in der Tat. Ja, total. Wir die Positionen dieser Himmel, die denken nur so weit von, dass die Erde noch flach ist. Eine Linie verbinden, erhalten wir. Ich kann es nicht glauben. Diese Formation. Wir müssen unsere Hypothese neu aufstellen. Was hast du dir vorhin eigentlich gewünscht? Hä? Na, was man sich eben so wünscht. Dass der Planet uns beschützt, natürlich. Ach so, ja klar. Aber sag mal, du hast vorhin so komisch geguckt. War aber nichts. Der Sternenschauer scheint vorüber zu sein. Okay. Ah, da habe ich ein Sternchen bekommen. War ich wahrscheinlich immer 80%. Wenn ich jetzt nicht 80% gehabt hätte, dann hätte das vielleicht nicht geklappt, ne? So, ich habe Tarotkarten bekommen. Wie sagt man ja Tarot, ne? Ohne der T, oder? Ja, wie soll ich auch mal irgendwann mal. Aber jetzt kommen wir ja durch das Spiel durch, ne? So. Und kann ja das auch Glück feißen. Verlängert die Dauer von Debuffs, die auf Gegner bewirkt werden. Habe ich da nicht hier wortwörtlich hier? Das ist doch genau das gleiche. Verkürzt die Dauer der Debuffs, die auf die eigenen Charakter gewirkt sind. Das ist genau das gleiche, nur in schwächer. Da war mal neue Charakter. Ich habe so Gefühl, ich glaube mit den dreien hier schon die ganze Zeit durch die Gegend. Also was, Yuffie haben wir schon lange nicht mehr dabei gehabt. Und Tifa. Na, heute machen wir keine Mission mehr, ne, keine Quest. Ich will mal diesen letzten Funkturm da finden. Muss man einfach nur hier so darunter durch? Ich glaube ja, ne. Irgendwie habe ich aber keinen Ort, der in der Nähe ist, boah. Also von allen Orten habe ich irgendwie den Ort am Boden am wenigsten erkundet. Ist klar. Okay. So, das sah jetzt aber so aus, als könnte ich einfach so da hinlaufen, ne? So vom Boden her, oder? Ne? Da in diese Schlucht. Da war doch irgendwie mal dieser eine Ort, wo irgendwie was hinter so einem Felsen war. Und ich kam da nicht rein, ne? Also ganz am Anfang hier gelandet sind im Cosmo Canyon. Wenn ich mich nicht irre, ne? Muss ich auch noch mal gucken, was da ist. Ich weiß gar nicht mal, wo das ist. So, ich wollte mal wissen, was passiert, wenn ich einfach. Ich habe da nur angetippt hier. Hört auch. Sofort stoppen. So, ich meine Karte hier aufdecken. Wenn wir schon mal hier sind. Kriege ich echt keine normalen Kaktoren mehr. Kratzt mich an. Ich habe einmal einen Kaktor nur gesehen. Ein einzige Kaktor-Begegnung. Und ich habe vergessen, ja zu analysieren, weil der Kampf so schwierig war. Jetzt kommt nie wieder einer. Hier ist ein Aufzug. Was? Okay. Wow, die war ganz ruhig. Ja, mal zu Fuß da hoch. Vielleicht ist er auf dem Weg dann noch was. Ne. Was? Warte. Oder führt er zum Cosmo Canyon? Er könnte vielleicht zum Cosmo Canyon führen, ne? Also, das Dörfchen, ne? Nicht das Gebiet. Oder das ist sogar. Ja, das sieht nämlich so aus. Verdammt.
führe mich genau zum Cosmo Canyon, ne? Pass auf. Pass auf. Jetzt kommt's. Warte, jetzt kommt's. Ja, wir sind sowas von da wieder. Ach man. Muss gleich existiert hier. Wieder zurück. So, lande ich da am Boden, Oberfläche. Na perfekt. Muss schon sagen, wenn mich das jetzt wieder dahin bringt, ne? Ich glaube, ich doch nur da. Ich das Gebiet durch den Cosmo Canyon da teleportieren. So. Hier ist irgendwo noch ein Funkturm. Den hätte ich gerne, dann nehmen wir alle. Und dann guck mal, was wir noch so quetschen können hier rein. Ne? Ein bisschen Erkundung, da sind sie auch schon. So. Nein. Ah. Nein. Nicht den Hasen töten. Ich bin doch noch gar nicht hungrig. Ah, boah. Das ist immer so unspektakulär, wenn ich einfach nur so ein Saphir oder irgendwie so bekomme. So. Ganz ruhig, ganz ruhig. Aber die verschmelzen immer hier so. Die haben die gleiche Farbe wie die ganzen Felsen und die ganze Umgebung hier. Die verschmelzen die ganze Zeit hier mit der Umgebung. Ich verliere die ganze Zeit aus den Augen. Ich warte nicht auf dich drauf. Ich wünsche wirklich, man müsste irgendwie so einen Knopfdruck oder so machen, wenn man. Ich wollte mal sehen, was passiert, okay. Warum habt ihr eigentlich alle so ein Nüsschen am Hintern? Soll irgendwie eine Windel repräsentieren oder so? Oder was ist die tiefere Bedeutung davon? Oder soll einfach nur putzig aussehen? Also was hier. Auch schon lange gemacht. Gibt es bestimmt eine Trophäe dafür, hatte jeden einzelnen Schokobo hier am Kraulen bist, ne? What? So, Geisterödnis. Alles klar. Gib mir mal kurz das Weißbrot. So, ihr nicht, ne? Doch, ihr. Ich bin bereit. Gott, da ja die können einfach Stein an wegen Basilisken, ne? Nichts überstürzen. Aber macht ihr ja die ganze Zeit. Was macht ihr die ganze Zeit so Glockenschläge? Da war der tot. Ich hab nur so, aua. Also Feuerer setzen die ein, so. Was schon sagen, wo kommen die ganzen Explosionen her? Da, verdammt, falsch angefangen. Seite. Ich hau dich. Ich mach dich kaputt. So, irgendwie komme ich noch nicht hoch. Muss ich darüber springen? Wahrscheinlich, ne? Hätte ich ja gar nicht gegen die kämpfen müssen. Boah. Hätte ich ja gar nicht gegen die kämpfen müssen. Und einmal das Ding aktivieren und mit dem Internet verbinden, ne? Dün, 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 dün. Und das war der letzte Funkturm im Cosmo Canyon, im vorletzten Gebiet, so wie wir verstanden haben, ne? Weil auch mal, wie viel Zeug es ist. Weil der letzte Mogi hat uns ja mehr oder weniger verraten, also es ist noch ein Mogi-Shop übrig, ne? Was irgendwie darauf hindeutet, dass noch ein Gebiet hier danach kommt, was wahrscheinlich das Nibelheim-Gebirge sein wird, ne? Was wir ja schon gesehen haben, Juffi.
Warum könnt ihr alle runterspringen und ich muss die blöde Leiter benutzen? Ich will auch noch runterspringen können. Genauso. Also das Spiel hat uns mehr oder weniger so ein klein bisschen gespoilert, ne, wie lange das Spiel noch gehen wird. Aber naja, nie bleiben habe ich mir echt schon gedacht, wäre wieder das letzte Gebiet hier, ne? So. Ich habe es nur aus offensichtlichen Gründen nicht gesagt, weil ich halt nicht spoilern wollte, ne? Aber da war gerade so ein Esper-Dingen. Aber wo es war. Ja, warte mal, ich habe gar nicht so einen Dialog hier gerade bekommen von. Geht das echt nur, wenn ich die Steine kaputt mache? Warte mal. Na, tatsächlich. Der meldet sich nur, wenn ich die Steine kaputt mache. Nee. Bei seiner Wiederauferstehung stieß der tiefrote Bahamut einen markerschütternden Schrei aus. Dieser traf auf das Land und spaltete es. So entstand das Tal. Eine kuriose Geschichte für einen Gott der Zerstörung, findest du nicht? Ja. Und dann hat er sich mit Ifrit im All geprügelt. Dann haben die beiden in ihrem Meckers gesessen und Laserstrahlen auf sich geschossen, dem All. War kein Final Fantasy? Wenn ihr euch da mal nicht irrt, wenn ihr gedacht habt, dass das mein Final Fantasy passieren wird, ne? So, X4-Dreieck, X, oh Gott. Warte mal, X4-Dreieck, X, X4-Dreieck, X, X4-Dreieck, X, X4-Dreieck, X, X4-Dreieck, X. Pff. Okay. Den machen wir beim nächsten Mal platt. Bam-bam. Okay, cool. Ja, ich weiß, Shelley. Dank deiner Hilfe konnte ich die Analyse aller Kristalle aus der Kosmoregion abschließen. Ich muss gestehen, dass ich Vorbehalte habe, Neo Bahamut noch stärker zu machen. Ich weiß nicht, ob ich diese Entwicklung positiv finde oder ob sie mir Angst macht. Oh. Aber dir fehlt noch die entsprechende Materie, wie ich gerade sehe. Versuch dich erstmal im Simulator am Kampf mit der Esper. Okay. Welche Esper ist denn dann stärker als Bahamut? Ich weiß, im Original Final Fantasy 7, da gab es ja die Ritter der Runde. War irgendwie, da war so eine Esper, die hat irgendwie, ich glaube 12 Angriffe oder irgendwie so gemacht. Irgendwie voll 10-minütige Animation oder so, wenn du ihn beschworen hast. Weil in Final Fantasy 7. Da konnte sie halt nicht beschwören. Da hast du einfach irgendwie gesagt, so, oh, ich rufe Ultima, ich rufe Bahamut. Und dann kam eine Animation, wie Bahamut gerufen wurde und hat angegriffen. Und ja, das war dann der Angriff, ne? Und die Ritter der Runde, die habe ich nie freigeschaltet, weil er da immer irgendwie Chocobos züchten muss. Und da habe ich einfach keinen Nerv gehabt. Ich hatte noch nie Nerv gehabt, das irgendwie mich damit zu befassen, weil da irgendwie voll nervig und anstrengend ist, glaube ich. Und langwierig. Also keine Ahnung, ich habe nie Final Fantasy 7 100%. Ich habe auch noch nie die geheimen Bosse alle erledigt. Und Final Fantasy 7 hat eine Menge super Bosse noch gehabt, ne? Und ich habe mich nie wirklich da hingesetzt und mich mit denen befasst, weil halt keine Ahnung. Was, ich weiß gar nicht wieso. Jetzt würde ich sowas total machen, aber damals wahrscheinlich nicht, ne? Aber so schwer stelle ich mir eigentlich gar nicht vor, muss einfach alle Charaktere hochleveln, ne? Und ich weiß, wie die Geheimbosse hier so aussehen. Einige von denen haben richtig, richtig üble Kampfmechaniken, die du beachten musst. Aber, oh, aber ich habe mich nie hingesetzt und das mal irgendwie versucht. So, da geht's irgendwo hoch. Aber ich war noch nie so ein riesiger, gigantischer Fan von Final Fantasy 7, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe irgendwie, ich mag Final Fantasy 7. Ich finde die Story klasse und die Charaktere und so, aber es gibt so viele andere Final Fantasy Spiele, die ich einfach lieber mag, wie Final Fantasy 8, 10, 6, 4. 10 würde ich auch mal super gerne let's playen oder 6. Den 6. Teil würde ich auf jeden Fall noch mal irgendwann let's playen. Ich habe so ein Gefühl, ich muss einfach nur, weil das sollte ursprünglich mein erstes Projekt auf diesem Kanal bleiben werden. Habe ich dann aber für Tales of Graces F entschieden. Und
Ja. Es ist halt, es ist wahrscheinlich sogar mein Lieblingsspiel. Wenn ich mir so, wenn ich so darüber nachdenke, ist Final Fantasy 6 könnte mein Lieblingsspiel sein. Also sollte ich jetzt vielleicht mal irgendwann hier in Betracht ziehen zu Let's Playen, ne? Da muss ich mich darauf gefasst machen, viel zu lesen. Und wenn meine Stimme nicht die ganze Zeit im Eimer wäre, dann ja, keine Ahnung. Aber das Spiel hat ja keine Textausgabe. Das ist ein Spiel, das für die Super Nintendo zum ersten Mal rauskam. Oh, da gab es halt keine Sprachausgabe, ne? Ich meine, Final Fantasy 7 hatte auch keine Sprachausgabe für die PS1. Aber ja, das sollte ich vielleicht in Betracht ziehen, nachdem ich irgendwie, weil nicht, nachdem meine Kehle ja wieder voll im Einklang und voll verheilt ist. Was ehrlich gesagt schon der Fall ist. Also ich fühle jetzt nicht mehr. Sie ist ein bisschen angestrengt immer noch, aber das ist auch jetzt, weil ich jeden Tag immer eine Stunde jetzt hier aufnehme. Aber ist jetzt viel besser als vorher. Also von daher. Trotzdem, man soll es ja nicht irgendwie auf die Spitze treiben, ne? Ich halt mir heute in Betracht gezogen, irgendwie zwei Parts aufzunehmen. Aber lassen wir halt vielleicht doch noch. Tue ich da vielleicht morgen wieder, ne? Wir haben jetzt Donnerstag gerade. Und ich nehme jetzt eigentlich nur auf, damit ich für morgen, also für Freitag jetzt hier ein Part habe, ne? Aber ich weiß nicht, wo ich hier überhaupt gerade hinfliege, ne? So, nein, eine Sekunde. Oh Gott. Aber hat sogar noch geklappt. So, ich weiß nicht, wo ich hier gerade hingehe. Aber ich hoffe, das ist irgendein geheimer Ort mit dutzenden Geheimnissen. Genau, ich muss die Dinger ja anspringen. Gehe ich ja schon wieder zu dem Ort, wo sieht schon wieder aus wie der Ort mit dem Skorpion. So, bestimmt irgendwie eine Schatzsuche oder so, ne? Pass auf. Sieht so neu aus, ich weiß es nicht. So. So, ich glaube, alle Dinger hier aktivieren. Alles schnell, also das ist schon wieder so ein Ding. Okay. Also zum Glück habe ich die Dinger ja alle freigeschaltet schon. So, da wird wohl nichts mehr heute, ne? Warte mal, die können wir noch, die Lebensquelle können wir noch hier vielleicht finden. Ne, komm, schauen wir auch noch. So, okay, wo ist diese Lebensquelle? Ja. Ist ja bestimmt hier unten, ne? Lebensquelle, denke ich mal, irgendwo unten am Boden, ne? Da hatte ich nicht ja gerade noch irgendwie was gesehen, wo man hingehen kann. Ne, hier sieht sowas von verdächtig aus. Ne, hier ist die erstmal. Hier war Deo Barmut, den wir beim nächsten Mal kaputt kloppen, ne? So, wie komme ich dahin? Ich von da. Jo, wollte es noch heute, ne? Pass auf. Schon wieder, ja. Dann muss er irgendwo oben sein. Weil unten ist sie nicht. Dann muss sie irgendwo oben sein, ne? Wenn sie unten nicht ist, dann muss sie oben sein, ne? Macht Sinn, oder? Kann man da hochklettern? Ne. Da finden wir heute noch, keine Sorge. Ich habe das noch viel weiter oben, ne? Irgendwie so von hier so irgendwie. Aber du kannst doch die Dinger ja alle sehen, diese Windmühlen. Hm.
weiß nicht, wie man da hinkommt. Da oben vielleicht, ne? Okay, dann muss ich irgendwie durch die Luft fliegen, ne? Mal suchen wir mal. So. Genau, jetzt muss ich irgendwie darüber. Das sieht auch sehr leblich. Sieht auch sehr nach Leben aus, da hinten. So, nur wie komme ich darüber? Ich glaube, ich gehe erstmal da hoch, ne? Der erinnert mich voll an das große Krabbeln. Da gab es so ein Nein, so ein PS1-Spiel. Da musste es auch mit so einem Löwenzahn durch die Gegend fliegen, ne? Und da musste es sich auch von mit Hilfe von Nein. Aber warte, ich sehe, wir sind von Nein, glaube ich. Da musste es, da waren einmal so Windmühlenpflanzen, mit denen du ich in die Luft halten musstest. Genau das erinnert mich das hier gerade. So, ich glaube, auf der anderen Seite konnte es nicht dahin, oder? Hm. Ah, wie komme ich dahin? Ich muss irgendwie das Ding da erreichen, aber wie mit dem Ding, ne? Hm, ich muss erstmal so hoch wie möglich hier, ne? So, hier sieht gut aus, oder? Guck mal, hier. So. Voll komplex hier. Bisher, wenn ich auf einen dieser Felsen da lande, die einfach so mitten. Ja, die einfach so mitten in der Gegend da oben stehen. So. Uba. Guck mal. Ja, guck mal da. Was haben wir denn da? Ist das eine Lebensquelle? Ich glaube, mein Schwein pfeift. So. Ja, danke. Du musst mir jetzt nicht noch den Weg hier. Ich kann mir schon denken, dass dieser Ort wichtig ist. Keine Sorge. Oh, du musst hier hin. Oh. Kax. So, hey, schon wieder so ein Camp. Die haben wir schon auch schon oft gesehen hier. So, die Quelle einer historischen Städte. Stattlich. Okay. Ja, ich weiß, da ist das. Du brauchst das nicht unbedingt greifen. Hier ist das. Oh, so nervtötend, ne? Upsala. Zack. Gib mir dein Wissen, Planet. So, da 30 Punkte. So, fehlt immer noch eine. Das Volk der Zetter und der Stamm der Gi. Oh. Die waren ja nicht so gut aufeinander zu sprechen anscheinend, ne? So wie wir herausgefunden haben. Vor langer Zeit schießen sie auf die Existenz eines Stammes, der nicht in der Lage war, durch den Leben schon zum Planeten zurückzukehren. Ständig umerwanderte. Geweiht waren, versuchten ihre Wissen, Menschen weitergehen. Wieso wissen es niemand mehr, der sie in Rolle gibt. Also die waren einfach nur angestinkt, weil sie halt nicht eins mit dem Planeten werden konnten. Sind deswegen böse geworden. Das habe ich daraus analysiert, indem ich da voll durchgescrollt bin mit meinen Augen. Für 2 Sekunden. Ja gut. Was fehlt denn hier noch? Es fehlen 2 Kampfplätze, 1 Lebensquelle. Lebensquelle da. 1 Lebensquelle, die schnappen wir uns beim nächsten Mal. Die ist auch irgendwo unten, sehe ich gerade. Na gut, dann schnappen wir uns beim nächsten Mal. Erstmal machen wir beim nächsten Mal Bahamut wahrscheinlich platt, ne? Dann die Quest müssen wir uns auch noch. Ach, ich weiß ja nicht, was ich da machen muss. Ich muss ja hier so. Das hier muss ich finden, aber wo muss ich denn da hin? Warte mal, ist das nicht? Soll das irgendwie diese Dinger sein, die wir gerade gesehen haben? Ne, warte mal, da sind Windmühlen, ne? Da sind Windmühlen, ne? Auf der Karte.
Das heißt, die Windmühlen kann man ja sehen auf der Karte, ne? Ist das hier? Nee. Sieht aber nicht mal annähernd so aus wie irgendwie was. Könnte das hier sein? Hier sind Windmühlen, ne? Und dann ist das da unten rechts, ne? Könnte das sein? Was ist da für ein Berg? Das sieht aus wie so ein Berg. Ja, genau, hier ist der Cosmo Canyon, ne? Ich glaube, das hier könnte das sein, ne? Aber das ist so eine Lebensquelle einfach. Keine Ahnung, werden wir schon herausfinden, ne? Gut, aber ich sag, nein, da wollte ich nicht. Nein, 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 geh weg. Ja. Wenn ich mich nicht bewege, sieht er mich nicht. Okay, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir unsere Erkundung weiter, ne? Da müssten wir eigentlich schon nah genug dran kommen, unsere Erkundung hier du abzuschließen. Ich gehe einfach irgendwo anders hin, ne? Boom. Dann werden wir unsere Erkundung abschließen, ne? Und ne, erstmal müssen wir Barmut erledigen, ne? Unsere Erkundung müssen wir eigentlich abschließen, ne? Die eine Lebensquelle, den zwei Kampfplätze, die wir auch noch schaffen. Aber dann geht es noch so ein bisschen weiter mit der Proto-Substanz-Quest und also was, ne? Gut. Gruppenstufe tut sich auch schön hochleveln, 30 Punkte, ne? Wenn ich noch zwei Kämpfe mache, dann kriege ich jeweils 10, das heißt, ich krieg 30. Dann die Lebensquelle und ja, wird eigentlich passen, ne? Ich weiß nicht, ob ich auch noch Punkte kriege, wenn ich hier die Monster erledige oder so, wenn ich hier, also im Chatlets Kampfsimulator oder so. Ah, nee, da gibt es ja auch noch hier. Oh. Also, werden wir auf jeden Fall erreichen. Cool. Was ist das? Sieht aus wie Kaputerimon. So, nein, tu es nicht. Gut, ja. So, ich bin den Part hier. In der nächsten Folge geht's weiter, ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.